Trockene Materie oder doch kreatives Arbeiten. Informatik braucht einen Imageaufputz. Ich glaube, dass das ganze Programmieren IT noch immer so ein bisschen das Klischee vor sich hat, man muss super schlau sein, man muss super gut Mathe können. Dabei kann das Programmieren was super Kreatives und Lustiges sein. Und das muss man, glaube ich, besonders junge Leute ein bisschen näher bringen, dass sie da ein bisschen mutiger sind, das einmal ausprobieren. Die Standortagentur Business Upper Austria organisiert regelmäßig Digitalferien. Gemeinsam mit dem Linzer Coder Dojo, der FH Oberösterreich Campus Hagenberg und der HTL Leonding. Sinn dahinter, die Scheu vor dem Computer nehmen. Ich glaube, dass grundsätzlich mehr Interesse und mehr Spaß in den technischen Disziplinen, in der Mathematik, in der Informatik vermittelt werden muss und auch kann. Und dass dort der Schlüssel zum Erfolg liegt, dass das keine trockenen Materien sind, sondern wirklich auch Spaß machen kann. 300 Schüler und 11 Schulen haben heuer teilgenommen. Die 10- bis 14-Jährigen entwickeln Websites und programmieren Apps und Spiele. Dafür setzen sie eine visuelle Programmiersprache ein. Es ist, wenn man grundlegend, eigentlich nicht so schwer. Also es kommt halt darauf an, mit welchem Programm man arbeitet, wie gut man sie auskennt und wie man es erklärt kriegt. Die Jugendlichen werden so spielerisch auf den Jobmarkt vorbereitet, denn der wird digitaler. Wenn wir uns zum Beispiel klassische Logistik-Arbeiter, Arbeiterinnen vorstellen, die früher halt irgendwelche Schachteln und Material inventarisiert haben und umgestellt haben, heute sind das eigentlich IT-Fachkräfte, die komplexe IT-Systeme bedienen müssen. Allein der IT-Branche fehlen 24.000 Fachkräfte in Österreich. Bis 2025 werden es 30.000 sein, schätzt die Wirtschaftskammer. Der Lehrstoff an den Schulen passt sich erst nach und nach an den Arbeitsmarkt an. Problem auch, Lehrer fehlen, vor allem in den Fächern Mathe, Informatik und Naturwissenschaften. Ja, es ist nicht auf jedem Gymnasium gleich vertreten. In meiner Schule hatten wir ein Jahr in der ersten Klasse digitale Grundbildung. Aber ich finde, jetzt, wenn wir weitergehen, wird Cyberkriminalität immer noch mehr. Und ich glaube, dass grundlegende Kenntnisse in IT und vor allem Cybersecurity wichtig sind und sollte eigentlich überall gelehrt werden. Bildschirmverbot in den Ferien. Nicht hier. Die Schüler lernen die Welt der Informatik kennen. Als Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt.